Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Weekend League und ja, FIFA 17. Ich hoffe, es ist noch nicht zu langweilig geworden bei diesen krassen Spielen, weil die sind ja echt super anstrengend. Moment mal, wo ist denn hier? Ach ja, stimmt. Ich habe ja auf dem anderen, in dem anderen Team habe ich Hernandez auf die Bank gesetzt. Dabei wollte ich doch eigentlich mit Braithwaite wechseln, ich Trottel. Ja, also, boah, die Spiele sind so anstrengend. Krass. Aber es liegt halt vor allem daran, dass die Gegner immer auf defensiv oder sehr defensiv spielen und dadurch so viele Leute hinten haben und die verteidigen einfach nicht mehr schlecht. Das ist halt einfach so. Junge, du willst doch nicht mit dem Trikot spielen. Nimm mal das andere. Und die verteidigen halt einfach. Ach, Moment, Moment, Moment. Ich wollte Gustavo reinnehmen und nicht mehr mit Bender spielen, weil Gustavo hat einen etwas besseren Pass als Bender. Ach, aber ich glaube, mein Bender ist gerade noch auf dem Transfermarkt angeboten, weil ich mir. Ach, noch 2 Minuten, na toll. Wie lange dauert es noch? Naja, 3 Minuten. Ich habe jetzt keinen Bock, 3 Minuten zu warten, dann spielen wir halt nochmal mit Bender, was soll's. Weil Bender, Gustavo hat einen leicht besseren Pass als Bender und Gustavo hat eine hohe Arbeitsrate in der Defensive und eine mittlere in der Offensive. Bender hat eine hohe in der Offensive und eine hohe in der Defensive. Dadurch wird man Gustavo nicht ganz so oft im Angriff, denke ich, nicht ganz so oft im Angriff wiederfinden wie Bender und dann wird er wahrscheinlich auch nicht so viele krasse Offensivpässe versauen. Okay, das ist ein sehr schneller Sturm. Das ist natürlich sehr blöd bei Gegnern, die gut spielen. Und wer mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielt, der spielt immer direkt auf Defensiv am Anfang, meiner Meinung nach. Also zumindest auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen. Das ist so geil, wie ich halt einfach so oft den Ball irgendwie erarbeite oder Gegnern Fehlpass mache im Mittelfeld. Und ich, zumindest in letzter Zeit jetzt, ich rede das in letzter Zeit, in dieser Weekend League. Und ich einfach den Ball nicht bekomme. Oder nicht behalte und der Gegner nochmal am Ball ist. Versteht das einfach nicht. So, halt nicht mehr aufregen, ist noch nichts passiert, nicht rumheulen. Und ich denke, ich werde jetzt auch einfach wieder häufiger versuchen, über außen dumm durchzulaufen, weil durch die Mitte, das klappt einfach nicht. Oder zumindest deutlich schlechter als außen dumm durchlaufen. Schon wieder, oder? Schon wieder! Ich erarbeite mir den Ball! Okay, sehr schön, das hat halb geklappt. Wir bekommen den Ball nicht angenommen, meine Fresse. Getunnelt. Und wieder den Ball nicht behalten. Also halt auch Linksfuß und kein Rechtsfuß. Das ist schwer für ihn. Alter, wir erarbeiten uns so viele Bälle und wir machen nichts draus. Scheißegger. Das hat er gut gemacht gehabt. Da haben wir Glück gehabt, dass wir da noch angekommen sind. Okay, das ist mal einer, der nicht so defensiv, ja genau, defensiv steht. Merke ich gerade, weil dafür sind viel zu wenig Leute hinten.
Ah, da hätte ich reinpassen wollte. So, jetzt selber nach einer Ecke. Komm, Müller, mach irgendwas. Du bist doch nicht so 87er. Nach einer Ecke. Oh, schwerer Abschluss. Was? Bringt halt einfach nichts, da jetzt groß durchzudribbeln oder so. Das war halt auch wieder Bender. Der macht schon Lücke einfach viel zu lange. Da habe ich kurz angetäuscht, dass der Tor wieder rauskommt und das verkacken dann viele. Zumindest glaube ich, dass er deswegen einen schlechten Abschluss gemacht hat. Aber es hätte natürlich nicht passieren dürfen, dieser komische Stellungsfehler, das ist auch wieder mal das nächste. Oh, geil, endlich mal wieder aus dem Spiel ein Tor, ey. Oh, meine Ger. Oh, was für eine Befreiung, was für eine Befreiung. Einfach mal wieder. Oh, jetzt hab ich auf meinen Monitor gespuckt, verdammt nochmal. Aber ich habe mir erst vor kurzem ein Monitor-Reinigungsset gekauft, von daher passt. Oh, endlich mal ein Tor. Oh, aus dem Spiel raus wieder, ey. Das wurde auch Zeit. Und Çalhanoğlu macht den einfach aus der Box. Super schwieriger Abschluss, ey. Scheiße, ist das geil. Jetzt können wir auf Defensiv gehen. Und vielleicht schaffe ich es ja auch, diese wirklich gute Verteidigung aus den letzten Spielen weiter zu verfolgen und dann einfach hier auch die Null zu halten, dass ein Tor reicht. Wäre echt cool. Hat Baba eigentlich schon den Ball? Das war dumm von mir, das war richtig dumm. Scheiße. Oh, krasse Parade von Begovic, richtig krasse Parade. Jetzt machen wir mal einen über eine Ecke. Die nächste Ecke. Aber Müller soll den ja auch nicht annehmen, sondern einfach reinköpfen. Eine Ecke. Ich überlege gerade, ob ich ihn vielleicht mal hier hinziehe. Ja, bringt auch nichts. Mich direkt doppelt. Oh, das ist so auffällig, wie die einfach solche mega gefährlichen Situationen abpfeifen ständig. Verdammt nochmal. Aber wir führen, ich denke, es ist nicht ganz unverdient. Also es war halt auch kein krass rausgespieltes Tor, ne? Muss man auch mal wieder sagen. War einfach kein krass geil rausgespieltes Tor, aber es war wenigstens ein Tor mal wieder aus dem Spiel raus. Und ja, gucken wir mal. Ich denke, ich gehe auch auf sehr defensiv, einfach weil, na, was soll ich machen? Will jetzt hier einfach kein Tor fressen. Weil meine Spieler alle vorn sind.
Es war ein schwacher Pass, aber wir erkämpfen uns mit Müller den Ball und wir bleiben sogar mal im Ballbesitz, wo wir den Ball wieder zurückerkämpfen. Das ist ja geil. Ich sage ja, es ist so schwer, dann einfach irgendwie in die Mitte reinzukommen. Ach, so knapp, aber es war eine geile Idee, oder? Es wäre ein schön rausgespieltes Tor geworden. So, Vogt ist super schnell. Ach ne, ist Piszczek, sorry. Ich dachte, es wäre schon Vogt, aber wir haben ja jetzt noch eine Kette weiter hinten, weil wir auf sehr defensiv stehen. Aber endlich mal eine Flanke auf dem Elfmeterpunkt, geil. Auch wenn sie nicht geklappt hat. Die kommt doch, oh! Die hätte doch kommen müssen. Fuck, warum macht Müller den nicht? Das macht er leider gut, das macht er leider gut, das macht er leider. Oh Gott, den habe ich drin gesehen. Das hat er leider gut gemacht. Das war richtig, richtig gut. Beste Kombination des Gegners bisher. So, jetzt warten wir mal, bis Müller wieder den Ball weggibt, weil ich möchte mit dem keinen Einwurf machen. Vielen Dank. Kann man das irgendwie beeinflussen? Hallo? Hallo, du bist der Stürmer! Oh, er schießt, er macht den Einwurf selber, das war nicht so geplant. Oh, fuck, ich habe halt gedacht, er lässt jetzt irgendwann mal sein und der andere kommt, aber da habe ich mich geirrt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Bender wirklich noch an den Ball kommt. Das hätte ich ganz anders gespielt. Ich dachte, er kommt nicht. Fuck. Und von der eigenen Genialität überholt wird. Oh. Sehr gut. Das wäre auch abseits gewesen. Jetzt auch ein bisschen zu aggro drauf, ne? Also man hat jetzt mehr die Chance. Ihn einfach zu überlaufen. Fuck. Ja, Müller hat nicht den besten Pass, aber das wäre natürlich geil gewesen. Super geil von Vogt. Wollte ich auch wieder reinflanken, nächste Ecke. 80. Eieiei, soll ich jetzt vielleicht mal besser. Ah ne, komm, die Ecke mache ich jetzt noch. Vor allem, weil jetzt Sokrates hier vorne steht, das ist richtig geil. Wäre gut, wenn es immer so wäre.
gerade. Da Glück, dass es keinen Elfmeter gibt. Was war denn das? Okay, jetzt geht aber auf Zeit, sollte ich nochmal den Ball bekommen. Bitte kein Tor schießen jetzt. Vogt gefällt mir immer besser, auch mit der Interception und seiner Pace. Also ich glaube, der wird echt. Statt Toprak gespielt. Das ist eigentlich ein böses Foul. Das ist auch ein totaler Angriff, wie man sieht. 4 gegen 3. Oh, und ich krieg's wieder nicht hin, ich Vollidiot. Ich krieg's wieder nicht hin. Oh, Vorlage Müller und Tor Çalhanoğlu, das war auch wieder total spannend, das Spiel. Und das zweite Tor war auch ganz merkwürdig rausgespielt. Und natürlich nur, weil der Gegner auf totaler Angriff gewesen ist. Aber schön, dass Çalhanoğlu wenigstens zeigt, dass er am spitzen Abschluss hat und das Ding halt einfach macht. Ach du Gott, ach du Gott, ach du Gott, zwei Tore, nice. Oh, Baby. Naja, was weiß. Deckel drauf und ich glaube, der Gegner hat auch keinen Bock mehr. Aber ich denke auch ein verdienter Sieg, obwohl es halt super knapp war. Aber was soll ich machen bei solchen Spielen? Ich denke, es war ein verdienter Sieg. Na, hat keinen Bock mehr. Komm, geh noch dreimal auf Pause, zeig's mir mal richtig. Vielleicht dreht er auch gerade durch, hat den Controller kaputt gemacht und kann gar nichts mehr steuern. Kann. Ach ne, jetzt spielt er nochmal. Oder schenkt mir halt den Ball, danke. Ja, gewonnen, 2-0, ich denke auch verdient. Klar gab es haarige Situationen, aber bei so einem Niveau, es ist halt wie Champions League Finale, da ist es meistens so, dass es nicht einen Spieler gibt, der 5-0 gewinnt oder so. Und Müller macht seinen ersten Scorerpunkt mit einer Vorlage. Ich will mir nochmal das letzte Tor anschauen, ich will gucken, was ich hätte besser machen können. Weil das hat mir nicht gefallen, wie ich das ausgespielt habe. So, schauen wir nochmal. Ich werde auch versuchen, das wieder öfters zu machen, einfach um wieder ein bisschen zu lernen, so aus den eigenen Fehlern. Okay, das war gut hier auf Piszczek zu spielen. Ich denke dann direkt rüber auf Müller zu spielen. Solche Pässe muss ich halt häufiger machen. Die direkten Pässe, nicht erst blöd rumlaufen mit dem Spieler, sondern direkt zu passen. So, und jetzt hätte ich wahrscheinlich hier den Ball. Also entweder. Moment mal. Hier hätte ich entweder den Ball selber schon schießen können, ins lange Eck mal wieder flach, wobei Begovic echt gut steht. Den hätte man, wobei den hätte man sogar ins kurze Eck schießen können. Schlenzen, Vollspann, je nachdem. Aber natürlich ist das sicherere Schuss dann von Hakan. Deswegen vielleicht hier den Ball stoppen mit einer Schusstäuschung und dann rüber passen. Aber da könnte dann der Spieler reinlaufen. Vielleicht habe ich auch den falschen, die falsche Passart gewählt. Ich habe hier normaler, also normalen Pass gewählt, wodurch er halt nicht in den Lauf spielt, sondern halt wirklich genau auf Hakan drauf. Und das ist halt so ein Rückraum. Da muss er halt abbremsen. Das war halt dumm. Also hier hätte ich einfach einen Laufpass auf Hakan wählen müssen. Ja. Hier wäre ein Laufpass besser gewesen, weil dann hätte er jetzt quasi einfach hier reinspassen können. Zack, Hakan läuft und knallt ihn halt rein. Ist zwar ein kleines Risiko, dass dann der Tormann sich dahin orientiert und den noch hält, aber ja, so dauert es halt ewig. Torhüter kommt rüber, es ist halt glücklicherweise immer noch viel Platz. Und Hakan schießt ihn dann platziert genug. Keine Ahnung, was der Torhüter dann macht, warum er da nicht rüberspringt. Hätte man vielleicht sogar halten können, wenn er ein guter, besserer Torhüter gewesen wäre, aber. Ich bin einfach froh, dass ich mal wieder aus dem Spiel Tore geschossen habe. 2-0 gewonnen, sehr schön. Müller hat sich auch wieder gut angefühlt, hat ja wie gesagt auch. Oh, Silber 1! Das heißt, wir brauchen nur noch zwei Siege für Gold 3, oder? Dafür, dass die Weekend League richtig scheiße losging, aber wir haben auch viele so glückliche und halbglückliche Siege gehabt. Und wie viel waren es jetzt? Vier Elfmeterschießen, die wir alle vier gewonnen haben. Gut, die haben wir auch alle verdient gewonnen, da habe ich besser gespielt als der Gegner, aber trotzdem krass. Ja, was wollte ich sagen? Geil, zwei Siege noch für Gold 3. Da habe ich mein Ziel ja wieder erreicht. Das wäre schon mal ziemlich cool. Aber natürlich, wir haben noch 9 Spiele, da kann noch mehr gehen. Ich denke auch von Spiel zu Spiel, habe ich jetzt glaube ich immer gemacht. Das geht auch gar nicht anders. So krass konzentriert, wie man hier spielen muss, ist es einfach absoluter Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie gesagt, ich versuche
versuchen mein Bestes zu geben, was dabei rauskommt, kommt dabei raus. Aber mit Silber 1 bin ich ehrlich gesagt auch schon zufrieden. Da haben wir 15.000 Münzen. Wir haben ein Premium-Goldspieler-Set und zwei Premium-Gold-Sets. Also das ist schon mal ganz cool. Und natürlich freue ich mich dann auf Gold 3, sollte das klappen, weil 20.000 Münzen klingt irgendwie schon geiler als 15. Und aber das Megaset sind im Normalfall nochmal Minimum 15.000 Münzen, würde ich sagen. Ja. Im Durchschnitt so, ich glaube, so im Durchschnitt so 15.000 Münzen nochmal. Gerade weil ja auch die Verträge ziemlich teuer sind momentan. Und Premium Goldspieler-Set ist immer cool, aber ja, schauen wir mal, was geht. Gold 2 ist natürlich auch nicht schlecht, nochmal 10k extra, aber wie gesagt, von Spiel zu Spiel schauen. Von Spiel zu Spiel schauen. Und ich bin aufs nächste Spiel gespannt. So, was können wir denn jetzt nehmen? Und schön, keine Verlängerung. Das heißt, wir konnten uns mal wieder ein bisschen Fitness sparen und ein bisschen regenerieren. Ach so, ich habe vergessen nachzuschauen, ab wann es Sinn macht, Torhütern eine Fitnesskarte zu geben. Aber ich denke so, also sobald sie unter 80 rutschen, werde ich das tun. Dann schauen wir mal. Movember, bevor ich es vergesse, Movember Gustavo, den werde ich jetzt definitiv mal reinnehmen statt Bender, nicht weil ich denke, dass er der insgesamt bessere Spieler ist, oder wobei doch, denke ich eigentlich sogar. Also nicht weil ich, nee, das war falsch. Nicht weil ich denke, dass er defensiv besser ist. Ich würde fast sagen, Bender fällt mir defensiv oder ist mir defensiv besser aufgefallen, sondern einfach nur aus dem Grund, weil ich glaube, er ist der komplettere Spieler, weil er mehr hinten bleibt und weil er halt einen besseren Pass hat. Und ich halt einfach wirklich letzter Zeit, ich habe so viel schlechte Pässe gesehen von Bender. Und teilweise halt wirklich super einfache, wo ich mir einfach frage, hä? Und für alle, die denken, fragen, warum verkaufe ich jetzt die ganzen Informs, nicht weil ich Kohle brauche, sondern weil jemand geschrieben hat, es wäre theoretischerweise eine Möglichkeit zu traden, indem man einfach Informs für den doppelten Preis, als was sie gerade wert sind, draufstellen. Und komischerweise gäbe es halt ab und zu mal einen Dummen, der die dann kauft. Das heißt, jeder Spieler, den ihr hier seht, den habe ich für mindestens das Doppelte draufgestellt. Wenn ich den jetzt also verkaufen würde, könnte ich mir einfach den gleichen Spieler für den halben Preis nochmal kaufen und hätte halt massiv Gewinn gemacht. Deswegen stelle ich die gerade alle drauf, die ich nicht brauche und hoffe halt einfach, dass das vielleicht mal irgendwann funktioniert. Und den Chemistry Style, mit dem habe ich auch ein bisschen gehandelt gehabt. Den habe ich für 2,6, glaube ich, gekauft, oder? Ja, gekauft für 2,6 und ich hab viel mehr schon gehabt dafür, viel mehr Chemistry Styles Hawk gehabt, die ich für 2,6 gekauft habe und die gehen halt zur Zeit so meistens, oder nicht meistens, sondern ab und zu mal für 3,9 weg, also auch über 1000 Coins gewinnen, ist auch nicht schlecht. So, ich stelle jetzt einfach alle wieder drauf. Also bisher hat es bei mir noch nicht geklappt, das probiere ich nur aus, diese Taktik. Und da ich die Informs ja eh nicht brauche, die Spieler, ist es mir halt egal. Entweder klappt's und ich verkaufe die für doppelten Marktpreis, oder es klappt nicht, dann behalte ich die einfach so lange, bis ich irgendwann die Kohle brauche und dann verkaufe ich sie halt mit normalen Gewinn. Also zu normalen Preisen, aber da ich sie mir immer billig kaufe und dann, zum Beispiel Kalu ist glaube ich mittlerweile auch in meiner Timeline, ist es glaube ich 35 oder 40, nee Quatsch. Ja, so 35.000 ungefähr wert, deswegen habe ich ihn für 69.000 drin, logisch, ich habe ja gesagt, das doppelt er. So 35.000 ungefähr wert und ich habe ihn aber gekauft für 26.000. Das heißt, ich könnte ihn jetzt schon mit Normalgewinn verkaufen, indem ich ihn für 35.000 verkaufe. Aber da ich auf die Kohle nicht angewiesen bin, versuche ich es mal mit diesem Trading, dass man die einfach für viel mehr reinstellt. Zum Beispiel hat der das gesagt hat, der hatte einen Benzema, der zu dem Zeitpunkt, als er ihn, der hat an der Konsole gespielt, hat einen Benzema, der eigentlich so einen Marktwert hatte von, ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, was das damals war. Ich sage jetzt mal so 80.000, 90.000, 100.000, irgend sowas, hatte er halt für 100, fürs Doppelte verkauft. Er hat dann auch das Beweisbild gezeigt und hat ihn halt einfach fürs Doppelte verkauft gehabt und das ist halt schon krass. Ne? Wenn man einfach mal so, weiß ich nicht, so seine 50.000 Coins aufwärts Gewinn macht, weil irgendjemand so doof ist und sich einen total überteuerten Spieler kauft. Keine Ahnung. Nur, dass dieser Benzema halt ein normaler Spieler war und keine Inform, aber mal gucken. Vielleicht klappt's ja irgendwann mal, wenn nicht, egal. Also, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, jetzt bis zum nächsten Mal und geil, wir haben mal wieder zwei Tore geschossen in einem Spiel. Und dann auch noch aus dem Spiel heraus, endlich keine Verlängerung und ich hoffe, dass wir weiter so souverän spielen. Also gerade was die Defense angeht, wenn ich ins Elfmeterschießen komme, ist es halt so, aber die Defense muss stehen und das lief ganz gut. Also dann, liken und so, habe ich glaube schon gesagt. Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal.